Warum gerade ich? Das fragen sich viele, die gerade einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben. Das kann eine schwere Krankheit sein, der Tod eines geliebten Menschen oder ein anderer dramatischer Wendepunkt im Leben. Warum gerade ich? Ist deshalb auch der Titel des Buches von Erika Schuchert. Sie ist gleich bei uns zu Gast. Die Autorin hat mehr als 2000 Lebensgeschichten auf der ganzen Welt miteinander verglichen und daraus eine Art Strategie zur Krisenbewältigung entwickelt. Aber sie engagiert sich auch in vielen anderen Bereichen und ist in dieser Woche dafür geehrt worden. Das Kronenkreuz in Gold für Erika Schuchert, die höchste Auszeichnung der evangelischen Kirche. Sie bekommt es, weil sie sich seit Jahren engagiert für die Einhaltung der Menschenrechte, in der Arbeit mit Behinderten, für Menschen in Krisen. Für mich ist es wichtig, dass ich die, die sich noch nicht selbst ihr Recht erkämpfen können, dass ich so lange für sie da bin, bis sie es selber können. Und das ist das Schönste, was man machen kann. Das ist doch Glück. Unsere Tochter kann nicht fragen. Unsere Tochter ist schwerst behindert, sie kann nicht reden. Sie ist mit ihren 18 Jahren auf einem Entwicklungsstand vielleicht von einem 3 Monate alten Säugling. Und ich bin sehr dankbar, dass sie nicht fragen kann. Also unsere Tochter ist froh und glücklich, so wie sie ist. Und sie weiß nicht, dass sie behindert ist. Und wir sind froh und glücklich, so wie wir sie haben, weil es ihr zurzeit zumindest gut geht. Wir fragen nicht, was auf Dauer passiert. Können wir nicht, dann wären wir nämlich nicht mehr froh und glücklich. Macht Leid Sinn? Eine Frage ohne Antwort. Mit dem Leid umgehen zu lernen, eine Aufgabe, die menschliche Kräfte oft übersteigt. Die Fähigkeit, sich in das Schicksal anderer einzufühlen und ihnen helfend zur Seite zu stehen, vielen Menschen fehlt sie. Eine schmerzliche Erfahrung, die Erika Schuchert nicht ruhen lässt. Und Erika Schuchert ist jetzt bei uns im Studio. Frau Schuchert, wir haben eben gehört, die Spirale ist ein wichtiges Symbol für Sie, ein Symbol für Seelenreise und auch Krisenbewältigung. Können Sie uns das kurz erläutern? Ja, in dem Augenblick, wo Sie blitzartig von einem Schicksalsschlag betroffen sind, wissen Sie nicht, wo Sie hingehen sollen. In dem Augenblick müssen Sie Ihr ganzes Leben verändern. Es ist wie so ein Blitzschlag, der einschlägt. Um diesen Weg zu gehen, habe ich an über 2000 Lebensgeschichten entdecken können, dass Menschen über die totale, erst macht es der Kopf, der sagt, nein, das kann nicht wahr sein, aber dann völlig dicht. Und das Schlimmste ist, dass in diesen ersten beiden Phasen der Ungewissheit und dann zur Gewissheit die Umwelt eine entscheidende Rolle spielt, weil sie sagt, das musst du ja alles gar nicht wissen. Die Lüge ist das Schlimmste. Mhm. Dann kommt, bricht vulkanartig die Aggression heraus. Warum betrifft es mich? Und eigentlich ist das Tragische an der Aggression, sie wird von der Umwelt nicht verstanden. Die Umwelt betrachtet das als Belastung. Für den Betroffenen aber ist es die notwendige Klage. Auch ein Kind zerstört, bevor es zusammensetzt. Man braucht ein Ventil einfach. Das Ventil wie ein Vulkan, um sich selbst davon zu befreien und neu zu ordnen. Mhm. Und so ist eigentlich die Aggression ein Liebesbeweis. Ich vertraue dir, dass du das aushältst. Dann kann man ganz anders damit umgehen. Mhm. Und dann verhandelt man, dann kommt die Trauerarbeit. Man trauert über das, was verloren ist und das, was zukünftig verloren sein wird. Status, Freunde, Familie. Bis man ganz langsam zur Annahme kommt. Ja, Frau Schuchert, Sie haben mehr als 2000 Lebensgeschichten analysiert. Ist es wirklich so, dass alle Menschen auf der ganzen Welt ähnlich reagieren und gleich ticken in Krisen? Es ist für mich erstaunlich. Ich habe alle Deutschsprachigen, und das sind aus der ganzen Welt 2000, gesucht. Und man kann nur sagen, unabhängig von der Kultur ist der Schock so groß, dass jeder diesen Weg gehen muss. Was sich auch darin zeigt, dass in der gesamten Kulturgeschichte und Kunstgeschichte die Spirale in aller Welt, an griechischen Portalen, selbst in den Pyramiden, ein Symbol ist für die Seelenreise. Das Erstaunliche ist ja, Sie sprechen von 8 Schritten. Was passiert denn, wenn ich eine Stufe auslasse? Wenn ich zum Beispiel sage, Aggression, das muss ich mir verbieten. Was passiert denn? Sie kennen die berühmte Biografie von Helen Keller. Ihre Mutter hat sich aus einer sehr guten Erziehung, man weint nicht, man klagt nicht, diese Aggression verboten. Sie ist in eine tiefe Depression gefallen. Luise Habel. Oder Herrgott schafft die Treppen ab. Oder eine Mutter entscheidet sich für ihr Kind.
den Titel so fassen, heißt, sie hat sich eben nicht für ihr Kind entschieden. Und daran entsteht neben der Behinderung oder der Krankheit eine seelische Zerstörung. Der Prozess bricht ab, bleibt stehen in Apathie, Isolation, Resignation, Trauer. Kann also auch überhaupt nicht verarbeitet werden. Ja. Jetzt ist bei Ihnen auch ein ganz wichtiger Punkt, das haben Sie jetzt auch mehrfach anklingen lassen, der Mensch in meiner Umgebung. Wie können die denn helfen? Also ich denke mal, es wird schon alles gut, kann überhaupt nicht helfen. Im Gegenteil, weil es vertröstet, verkleistert und im Grunde verleugnet. Das Schwerste ist, auszuhalten, dass man vielleicht durch Taten und Aktionismus nichts tun kann. Dass man aber aushalten muss, da zu sein, nah zu sein, weinen mit den Weinenden, lachen mit den Lachenden und jeden Schritt der eigenen Wahrheitsentdeckung verstärken. Nur dann kann der Betroffene seinen Weg finden. Es ist wie in der Musik. Man darf nicht das Solo spielen. Begleitung ist der zweite Part. Und das ist das Schwerste. Vielen Dank, Frau Schuchert, dass Sie bei uns waren.